Anna Ermakova, Papa Boris lässt sie schon wieder im Stich. Bei Let's Dance räumte Anna Ermakova ordentlich ab. Sie legte nicht nur jede Woche Mega-Performances mit Tanzpartner Valentin Lusin aufs Parkett, sondern konnte sich am Ende sogar den Sieg sichern. Nun hat sie wieder einen Grund zur Freude. Knapp zwei Monate ist es nun bereits her, dass sich Anna Ermakova gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin den Let's Dance-Sieg sicherte. Im großen Finale am 19. Mai 2023 tanzte sich die Tochter von Boris Becker endgültig in die Herzen der Zuschauer und gewann den heiß umkämpften Let's Dance-Pokal. Doch der Erfolgssträhne der 23-Jährigen ist noch lange nicht gerissen. Jetzt hat sie noch einen Meilenstein geschafft. Anna Ermakova? Sie hat ihren Abschluss in der Tasche. Auf Instagram verkündete Anna Ermakova nun die Jubel-News: Ich bin zurück in London und heute ist mein Universitätsabschluss. Gemeinsam mit ihrer Mutter Angela Ermakova besucht die 23-Jährige heute ihre Graduierungsfeier und postete ein paar stolze Schnappschüsse von sich in ihrer Absolventenrobe auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch! Da hat die Tochter von Boris Becker ja wirklich einen Grund zur Freude. Was ein Jahr für Anna Ermakova. Jedoch war von ihrem Vater auch bei diesem Meilenstein seiner Tochter keine Spur zu sehen.